Wie schon gesagt, ist mein Name Frank Karliczek. Ich habe mich in verschiedenen Open-Source-Projekten involviert über die Jahre. Ich habe verschiedene Unternehmen schon gegründet. Vermutlich bin ich deswegen jetzt auch hauptsächlich hier auch bekannt als der Gründer von OwnCloud und des Nextcloud, was wir als Nachfolgeprojekt sehen, wo es darum um Self-Hosted Enterprise-File-Sync-and-Share-Lösungen geht. Aber wie ich im Titel schon gesagt habe, sehe ich die Zukunft eigentlich im nächsten Schritt, aber dazu später mehr. Bevor ich über die Zukunft spreche, möchte ich ganz kurz über die Vergangenheit sprechen. Im Prinzip geht es darum, wie verwalte ich die Daten, wie verwalte ich meine Dateien, wie arbeite ich in Teams zusammen. Und da gab es eine Innovation, eine Erfindung, der ein oder andere kennt es vielleicht noch aus den 80er, 90er Jahren, nennt sich File-Server. Ganz faszinierende Sache, wurde hauptsächlich von Novell NetWare damals hervorgebracht und etabliert. Hat sich sehr gut entwickelt, dann hat Microsoft den Markt betreten, hat letztendlich dann ein Stück weit den Markt auch getötet, weil das Feature dann beim Windows Server dann umsonst integriert war. Das hat zu einer Stagnation geführt von über 10 Jahren, wo dann nicht mehr besonders viel passiert ist. Aber nach einer gewissen Zeit, jetzt vor einigen Jahren, hat sich was entwickelt, was ich jetzt als File Server 2.0 bezeichnen würde, oder man nennt es auch File Sync and Share. Also im Prinzip eine moderne Art, seine Dateien zugreifbar zu machen. Man kennt das natürlich von Dropbox, Box und von vielen anderen. Da gibt es Web-Interfaces, da gibt es Mobile-Interfaces, man kann versionieren, synchronisieren und sharen, die ganzen modernen Features, die man heutzutage haben möchte. Was aber letztendlich genau gleich bei dem File-Server 2.0 oder Enterprise-File-Sync-and-Share ist und war, wie beim ursprünglichen File-Server ist, dass die Applikationen lokal sind. Das heißt, man kann seine Dateien zugreifen, aber die Applikationen, um dann mit diesen Dateien irgendwas Sinnvolles zu machen, sind lokale Anwendungen. Das ist eine Sache, die ändert sich jetzt langsam. Wir können jetzt hier einen interessanten neuen Trend beobachten. Peter Ganten hat es heute Morgen in seiner Keynote auch schon angesprochen. Es gibt eine zunehmende Vermischung von Applikationen und von Algorithmen und von Daten. Man sieht es an Beispielen wie Office 365 und Google Suite, wo es eine Integration gibt von der Datenhaltung mit den Applikationen. Also Office 365 kennt man natürlich OneDrive, wo die Dateien dann liegen, aber es gibt dann noch die klassischen Office-Anwendungen. Es gibt Skype für Business, Kalender, Yammer für Social Networking und die ganzen anderen Komponenten, und das Ganze stellt sich für den User als eine große integrierte Lösung dar. Das heißt, Applikationen wandern zusammen zu den Daten. Das ist ein ganz neuer Trend. Und bei Google, Google Suite, Google Drive, Docs, Kalender kennt man das genauso. Das heißt, eine sehr, sehr enge Verzahnung. Das ist eine ganz neue Sache. So, man sieht es jetzt hier beispielsweise. Ich habe jetzt hier einfach mal Google Trends bemüht. Da habe ich jetzt mal Dropbox eingegeben. Das ist hier die rote Grafik. Dropbox ist einfach als Stellvertreter für das klassische Enterprise File Sync and Share. Also ich verteile meine Daten auf meine Dateien, auf meine Geräte. Und dann Office 365 sieht man, dass letztendlich hier ein Wachstum da ist beim klassischen Verteilen von Dateien. Jetzt eigentlich ein Trend, der eher nach unten geht. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht gehen wir auf eine Zukunft zu, wo es sowas gibt, ich nenne das jetzt mal File Server 3.0 oder Collaboration, also Kollaborationssoftware. Da geht es also nicht mehr um das reine Zugreifbarmachen von Dateien, sondern ich möchte mit den Dateien was machen. Ich habe eine integrierte Lösung von den ganzen Anwendungen, die dazugehören. Also im Prinzip habe ich meine Dateien, dann habe ich vielleicht Video, Voice, ich habe Dokumenten editieren, vielleicht habe ich Kalender, Kontakte, E-Mails, Projektmanagement, Gruppenchat, Moodle beispielsweise als E-Learning-Anwendungen, und die ganzen Dinge sind eng miteinander verzahnt und greifen aufeinander zu. Das ist eigentlich das, was von der User Experience her der Kunde heutzutage haben möchte. Also eine Lösung, die rein Dateien zugreifbar macht, ist nicht mehr ausreichend. So, und jetzt möchte ich im zweiten Teil von meinem kurzen Vortrag Ihnen zeigen, wie wir bei Nextcloud uns diese Zukunft vorstellen. Da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Screenshots hier dabei. Für eine Live-Demo reicht die Zeit leider nicht, aber wenn Sie möchten, können wir es gerne an unserem Stand drüben Ihnen demonstrieren später, wenn Sie Interesse haben. Aber jetzt hier mal nur einige Screenshots, wie so eine integrierte Lösung aussehen kann. Also wie hat Dateimanagement, File Sync and Share, Dokumenten editieren, Kollaboration, Kommunikation, wie passt das alles zusammen? Fangen wir mal an beim ganz einfachen, beim ersten Schritt, das kennt jeder. Auf meinem Desktop mache ich hier Microsoft Word auf und beginne ein Dokument zu erstellen. Schreibe ich hier ein Dokument, habe ein Bild eingebunden und habe ein ganz normales
Word-Fenster. Was ich jetzt mache, ist, ich speichere einfach das Dokument. Ich speichere das Dokument beispielsweise auch auf meinen Desktop. Und was dann passiert, dass im Hintergrund läuft der Nextcloud-Client los, nimmt die Datei und synchronisiert die einfach auch mit dem Nextcloud-Server, ohne dass ich irgendwas tun muss. Das geht automatisch. So, jetzt habe ich diese Datei, die liegt auf meinem Desktop. Da kann ich jetzt beispielsweise, hier ist mein Dokument, da kann ich jetzt einfach rechts draufklicken, dann bekomme ich hier so ein Kontextmenü. Da kann ich jetzt sagen, Sharen mit Nextcloud und bekomme so ein Fenster hier, was sich öffnet. Hier kann ich jetzt sagen, ich möchte mit diesem Textdokument, da möchte ich jetzt kollaborativ zusammenarbeiten mit anderen Menschen im Team, im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens. Da kann ich jetzt einfach einen E-Mail-Link generieren oder ich kann auch direkt hier oben einen Benutzer oder eine Gruppe eingeben. Da gibt es auch eine Auto-Completion, wo ich dann auch User finden kann. Ich kann sogar auch User auf einem anderen Server finden. Das gibt es ganz interessante Funktionen heutzutage. So, und dann sage ich hier, möchte ich dieses Dokument teilen. Und vielleicht bemerken Sie, ich muss es nicht importieren. Ich muss es nicht irgendwie, wie bei Google Docs, erst irgendwo auf eine Webseite gehen und irgendeinen Import-Knopf drücken. Das funktioniert alles automatisch. Ich sage jetzt einfach teilen mit dieser Person. Und dann diese Person, mit der ich es teile, die bekommt eine Notification. Über Push-Notification, eine ganz neue Funktion, in der letzten Version von Nextcloud hier auf meinem Telefon, bekomme ich hier zum Beispiel eine ganz normale, schöne Notification. Auf dem Desktop bekomme ich hier so eine Desktop-Notification, wo ich sage, da möchte einer ein Dokument mit mir teilen. Im Web-Interface gibt es natürlich auch ganz normal die Notifications. Das heißt, bekomme ich eine Notification, hier möchte jemand ein Office-Dokument mit mir teilen und möchte mit mir zusammenarbeiten. Eine andere Möglichkeit, die ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann es auch direkt in einen Chat reinscheren. Wir haben bei Nextcloud in der neuesten Version ein Feature, nennt sich Nextcloud Talk. Da gibt es beispielsweise einen Gruppenchat, also auch ein Open Source, selbst gehosteter Gruppenchat, der ganz normal auf dem Nextcloud Server läuft. Da kann ich hier diskutieren, beispielsweise ist es hier das Sales Team oder ein Projektteam oder irgendwie, wo ich mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten kann. Und da habe ich hier ganz normal den Dokumentenlink wieder hier reingepostet, wo ich auch draufklicken kann, wenn ich das möchte. So, was mache ich dann? Also wenn ich dann diese Notification bekomme, klicke ich drauf und dann öffnet sich ein Browser mit diesem Dokument. Sie sehen, es sieht eigentlich quasi genau gleich aus wie Microsoft Word, nur in diesem Fall im Browser. Und derjenige, der auf diese Notification geklickt hat, der muss gar keine Microsoft Word-Installation haben, der muss auch gar keinen Account auf Ihrem Server haben, der hat einfach nur diese Einladung bekommen, klickt da drauf und es öffnet sich hier ein Editor und man kann hier editieren. Jetzt haben Sie vielleicht gesehen, dass hier oben gibt es Knöpfe, da kann ich natürlich das ganze Dokument runterladen, aber ich kann auch sagen Start Call oder Start Chat. Ich kann jetzt beispielsweise auf Start Chat klicken und was passiert, es öffnet sich hier eine Sidebar, wo ich jetzt mit dieser Person chatten kann. Das heißt, ich habe jetzt jemand eingeladen, an meinem Word-Dokument mit mir zusammen zu arbeiten. Ich klicke da drauf und jetzt kann ich mit dieser Person chatten. Jetzt kann ich hier reden, während wir zusammen an dem Dokument arbeiten. Das heißt, ich habe hier zwei Cursor oder auch mehrere, das geht auch mit mehr Personen, wo ich hier im Dokument arbeiten kann und kann gleichzeitig hier im Dokument mit demjenigen chatten. Das heißt, hier habe ich schon eine Integration von Dateisharen mit Dokumenten editieren, mit Gruppenchat. Ich kann natürlich auch noch sagen, ich möchte jetzt hier noch mit der Person sprechen, da klicke ich da drauf, dann öffnet sich ein Videofenster, dann habe ich hier WebRTC-basierte Videotelefonie, direkt während ich mit dem Dokument arbeite. Und das geht auch mit beliebig vielen Personen gleichzeitig. So, und das ist Kollaboration, die wirklich sehr, sehr mächtig ist. Das ist, macht es wirklich die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr einfach. Und auch nochmal die Betonung hier, das hier ist alles 100% Open Source. Hier gibt es jetzt keine Enterprise-Features, keine proprietären Komponenten. Und das alles läuft auch zu 100% auf Ihrem eigenen Server. Beispielsweise auf UCS haben Sie genau diese komplette Funktionalität mit einem Klick im App Center können Sie es installieren. So, jetzt habe ich hier einen Videocall, was ich hier machen kann, während ich im Dokument arbeite. Das ist aber jetzt ein Desktop-Browser. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, das Ganze auf dem iPad machen. Wir haben sehr gute Mobile-Applikationen. Hier sieht man beispielsweise genau dasselbe, was passiert, wenn ich auf diese Notification auf meinem iPad klicke. Dann habe ich hier auch den Dokumenten-Editor ganz normal. Hier habe ich noch so in einer Split-View andere Dokumente, mit denen ich interagieren kann. Und ich kann auch, wenn ich möchte, hier ein Video-Overlay haben. Dann habe ich ein Video-Overlay in meinem iPad, also Sie haben drei Applikationen gleichzeitig ja schon offen, während ich zusammenarbeite. So, und wenn ich jetzt fertig bin, also wenn ich mit meinem Team jetzt fertig bin, an diesem Dokument zu arbeiten, dann mache ich einfach das alles wieder zu. Und was passiert? Das Dokument speichert sich auf dem Server und wird wieder zurück synchronisiert, ist eine Desktop-Notification auf meinem Desktop und die Datei ist wieder zurück als Word-Dokument auf meinem Desktop, wo ich sie von Anfang an gespeichert habe.
Das heißt, ich habe hier keinerlei Medienbruch. Ich muss es nicht irgendwie importieren, ich muss es nicht exportieren, ich muss es nicht irgendwie über bei Microsoft oder bei Google hochladen oder sonstige manuelle Dinge tun. Ich muss einfach nur ein Dokument erstellen, speichern, Rechtsklick machen, sharen und dann habe ich genau die Funktionen. Das ist ein Beispiel, wie wir uns zukünftig Kollaboration vorstellen. Das heißt 100% selbst gehostet auf Ihrem Server, 100% Open Source und 100% federated und dezentral. Und trotzdem hat man diese ganzen modernen Funktionen, die man vielleicht sonst nur von großen amerikanischen Herstellern als Software-as-a-Service-Lösung kennt. Genau, die Zusammenfassung ist, wir stellen uns so vor, dass wir einen File-Server 3.0 brauchen. Da geht es um Federated Collaboration, das heißt Zusammenarbeit, aber verteilt auf verschiedenen Systemen, nicht zentral. Niemand betreibt hier einen zentralen Server, auch wir nicht, sondern wir liefern Ihnen nur die Software. Sie betreiben Ihren Service selbst. Kollaboration verteilt. So, die Zusammenfassung ist, wie wir Nextcloud sehen, unsere zukünftige Ausrichtung ist, wir möchten eine Alternative sein zu Dropbox, zu Google Suite und zu Office 365 mit dem Unterschied, dass wir 100% selbst gehostet sind, also Sie können es selbst hosten, das ist 100% Open Source und damit auch kostenlos, alle Funktionen, die Sie gesehen haben, und es ist distributed und federated. So, und jetzt bin ich am Ende von meinem schnellen Vortrag. Wenn Sie sich für die Details interessieren, ich weiß nicht, ob wir Zeit für Fragen haben, ansonsten gerne um 17 Uhr im Workshop am anderen Ende des Gebäudes. Und vielen Dank.